Hallo, 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 ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Broken Age. So, in der letzten Folge, da haben wir es mit Vella leider aufgeben müssen. Jetzt erstmal. Denn irgendwie, haben wir keine Sternkarte. Vielleicht haben wir ja wirklich das Glück und finden hier mit, oder Shay hat irgendwelche Informationen, die er uns jetzt hier irgendwie mitteilen wird oder keine Ahnung. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es wieder irgendwie so ein Zusammenspiel zwischen beiden Charakteren ist. Aber wir haben jetzt erstmal mit Shays Episode sozusagen begonnen. So, und wir sind jetzt hier in dem lustigen Dorf und Muschelhöhe, glaube ich, war das. Und hier ist Carol, die ja vorher Carl war, oben in den luftigen Höhen. Und redet jetzt hier mit uns. Yay! Hast du auf einer Wolke gelebt? Ja, aber das ist nicht so toll, wie es sich anhört. Gefangen in einer flauschigen, weichen Welt, ohne je irgendwo hingehen oder etwas Handfestes tun zu können. Das kann ich nachvollziehen. Wollte gerade sagen, wir kennen das doch auch. Hast du das große Ding gesehen, das da auf den Strand gekracht ist? Mokchartra? Ja, was für ein Glück! Jetzt müssen wir wohl keine Angst mehr haben, dass dieses Ding hier auftaucht und unsere Mädchen frisst. Hast du gesagt, Mokchartra hat Mädchen gefressen? Bist du sicher, dass er sie nicht gerettet hat? Gerettet? Ha! Vor was? Ihren liebevollen Familien? Na dann viel Glück und Petri Heil, Carol. Ein schlechter Tag beim Fischen ist besser als der beste Tag auf der Wolke. Ja, also... Kit, was ist das für ein Geruch? Na hier, leckere Fischabfälle. Mann, dieses stinkende, widerliche Etwas würde niemals Zutritt zur Bassi Nostra erhalten. Ich liebe es. Das kann ich verstehen. So, können wir da rauslaufen? Willst du ein Häppchen? Sir, was? Oh je. Sir, ich hoffe doch, Sie tauchen mich in diese faulige Brühe, um die chemische Komposition zu analysieren. Und nicht, weil Sie davon essen wollen. Nun, es ist sicherlich nicht mehr ganz frisch. Verstanden. Danke für deinen Bericht. Jederzeit, Sir. Okay, gut. Alles klar, das sollten wir dann wohl doch nicht essen. Ja, Shay hat jetzt quasi auch das erste Mal erfahren, dass Mokchartra, den er ja gesteuert hat über die Jahre hinweg, die Mädchen ja entführt hat, quasi gefressen und nicht in irgendeiner Weise gerettet. Obwohl wir bisher ja eigentlich... Ja, das war ja das erste Mal, dass wir mit Shay auf dieser Mission waren. Die Jahre zuvor waren das wahrscheinlich andere aus seinem Ursprungsdorf. Und dementsprechend, ja, ist das natürlich ein kleiner Schock. Aber er wirkt gar nicht so geschockt, von daher scheint alles gut zu sein. Hallo. Was zum... Dieses Outfit. Operation Löwenzahn. Oh. Bist du... Bist du... Ich in der Zukunft? Bist du ich in der Vergangenheit? Ich kann es nicht glauben, was ich da sehe. Das ist faszinierend. Ich bin mir nicht sicher, ob die Welt zwei von uns aushält. Ja, unsere Eltern würden dem wahrscheinlich zustimmen. Ein Shay reicht völlig. Ja, warte mal, wer ist eigentlich Shay? Wir sind Shay. Ich heiße Alex und ich wüsste nicht, dass ich jemals Shay genannt worden wäre. Du bist nicht auf der Bassi Nostra aufgewachsen? Nein, ich bin auf der Maloruna aufgewachsen. Oh, dann sind wir also nicht. Nein, ich glaube nicht. Was für eine Erleichterung. Ja, warte mal, wieso denn eine Erleichterung? Nichts. Ich wollte nur sagen, dass... Nichts. Okay. Alles klar. Und warum bist du so wie ich angezogen? Hast du auch bei der Operation Löwenzahn mitgemacht? Ja, an Bord dessen, was ich für ein Raumschiff hielt. Aber dann ist es abgestürzt und war gar nicht im All. Und dann war plötzlich das zornige Mädchen da und von außen sah mein Schiff wie ein Monster aus. Weißt du, nach dem Absturz sah die Maloruna auch ein wenig seltsam aus, aber ich vermutete, dass es an den leeren Airbags und am Feuerschaden lag. Nun ja, wenn ich nicht aus dem All wäre, würde das meine Reise nach Loruna deutlich vereinfachen. Falls ich dieses Schiff repariert bekäme. Du willst nach Loruna zurück? Von da stamme ich auch. Es hieß aber, dass der Planet stirbt. Ja, aber woher sollen wir wissen, worüber wir sonst noch belogen wurden, wenn sie uns schon eine Reise durchs All vorgegaukelt haben? Mein Schiff ist am Strand abgestürzt. Hast du es nicht gesehen? Oh, das war dein Schiff. Ja, warum? Nun ja, könnte sein, dass ich es zu Fall gebracht Was? Habe. Warum? Weißt du, dieses Mädchen Vella wollte das Monster Mokchartra umbringen. Und nachdem ich ihr was schuldig war... Mokchartra. Wie willst du dieses Schiff zurück nach Loruna bringen?
Nun ja, wenn ich meinen Allführer wieder zum Laufen bekomme, bringt er mich zu einem vorherigen Ziel, solange ich die richtige Melodie in seinen Navigationsspieler komponiere. Navigationsspieler? Du sprichst von deinem Navigationsschal. Navigationsschal? Deine Mutter stand wohl auf Stricken oder so. Meine hatte nur Musik im Kopf. Alles, was wir auf meinem Schiff gemacht haben, handelte von Musik. Das bleibt jetzt unter uns. Aber ich habe von diesem Musikzeug so ziemlich die Nase voll. Also, ich find's leider ein bisschen schade, dass hier bei der zweiten Episode irgendwie nicht ganz so Wert gelegt wurde auf Lippensynchronität. Da ja die Charaktere immer deutlich langsamer anfangen zu sprechen, als, mit den Mündern sich bewegen, als halt die Sprache dann rauskommt. Ist ein bisschen schade, vor allem, weil dann immer auch so alles abrupt ein bisschen teilweise überspielt wird. Aber nun gut. Aber das ist jetzt eine sehr, sehr wichtige Information. Er hier kann mit der... Also im Prinzip müssten wir eigentlich jetzt mit Vella das Shay irgendwie vermitteln, deren Navigationspunkte und andersherum. Irgendwie müssten wir wahrscheinlich hier eine Musik oder irgendwie, ja, wenn das eine Musik, Navigationsmusik ist, dann müsste der ja mir irgendeine Musik beibringen können. Obwohl, wo wir jetzt sind, ist ja Schwachsinn. Er gibt ja die Musik aus, wo er das letzte Mal... war oder nee oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich das gerade mega in meinem Kopf so, wow, ja, da können wir das so machen und dann so navigieren und der eine gibt dem anderen die Daten und so weiter. Hast du Loruna gesehen? Wie sieht's dort aus? Keine Ahnung. Ich wurde auf diesem Schiff geboren und meine Eltern haben mir nie Bilder gezeigt. Angeblich stirbt der Planet. Und warum willst du dann dorthin zurück? Ob er stirbt oder nicht, nach Hause zu kommen klingt ziemlich gut nach 300 Jahren in einer Sandburg. Wo sind deine Eltern? Nach dem Absturz lebten sie noch etwa 20 Jahre lang und starben dann im Abstand von 3 Monaten. Das war einer der Gründe, dass ich in Krysulation gegangen bin. Aber wer weiß, vielleicht habe ich ja noch andere Familienangehörige auf Loruna, wenn ich dort wieder hinkomme. Warum sollten sie uns in Raumschiffe setzen, die gar keine Raumschiffe sind? Nun, wir sollten vermutlich nach einer neuen Heimat suchen. Vielleicht haben wir auch nach etwas ganz anderem gesucht und wussten einfach nichts davon. Er ist auf jeden Fall erst ein schlauer Junge, der Alex. Hattest du auch einen seltsamen Wolf auf deinem Schiff, der dir sagte, dass du die Schiffssteuerung hacken sollst? Komisch. Ich bekam auch solche Ideen serviert, aber es ist mir zu peinlich zu sagen, von wem. Von einer Ente? Komm schon. Sag mir, wer dich darauf gebracht hat, das Schiff zu hacken. Ich begann zu halluzinieren, dass mein Cello mit mir sprach. Okay. Es lief herum, redete und sagte mir, dass ich gewisse Dinge von meiner Mutter geheim halten sollte. Hatte dein Cello einen Namen? Nun ja, es nannte sich Merrick. Aber weißt du, ich habe mir das alles nur eingebildet. Nein, ich hatte auch einen Merrick. Er wollte, dass wir, Mädchen retten. Oder fangen. Diese hilflosen Geschöpfe waren... Oh Mann. Was bin ich froh, dass ich es nie geschafft habe, eine zu retten. Brauchst du Hilfe dabei, dein Schiff zu reparieren? Na sicher. Strauchdiebe haben wichtige Teile mitgehen lassen. Nun, vielleicht haben wir ein paar extra Teile auf meinem Schiff. Es ist unten am Strand. Shay, unser Schiff ist zum Leben erwacht und davongeflogen. Wahrscheinlich per Autopilot nach Loruna. Oh nein. Bin das... Ich in der Vergangenheit? Mein Papa, das ist Alex. Er war vor vielen Jahren an der Operation Löwenzahn beteiligt. Ray Walter, freut mich, dich kennenzulernen. Sein Schiff ist ebenfalls hier abgestürzt und jetzt will er zurück nach Loruna. Das gibt's doch gar nicht. Wir sind in einem Löwenzahnkreuzer aus dem Diamantzeitalter. So einen habe ich noch nie gesehen. Wenn wir mein Schiff zum Laufen bringen, kannst du gerne mit mir zurückkommen und auf Loruna nach deinem Schiff suchen. Mein Sohn, du hast vermutlich gerade eine Möglichkeit gefunden, deine Mutter einzuholen. Ich könnte da meine spezielle Rumpfreparaturmischung anbieten. Würde dir das weiterhelfen? Na sicher. Ich wette, dass das Fahrwerk meines Babys hinüber ist. Lass mich nur machen. Unten am Strand habe ich einen Behälter mit gutem Starterenzym gesehen. Ja, das ist mein Papa. Cool. Mega cool. Ich habe auch gerade was ganz Cooles gesehen, und zwar so eine, so eine Art Musiknote. Also ich glaube, das war ein kleines Musikheft,
eine Seite daraus gerissen oder so, auf jeden Fall mit einem Notenblatt. Das müssen wir uns dann mal angucken. Vielleicht ist das ja der Ort hier und vielleicht sind das ja Noten, die wir dann in unseren Schal irgendwie verwenden können. Also, was braucht dein Schiff noch zum Fliegen? Lass mal sehen. Ich brauche immer noch ein Genie in Elektronik und, außerdem muss dein Vater noch die Löcher im Rumpf reparieren und außerdem brauche ich noch einen Strahlenschutzanzug. Dann haben wir noch keine supraleitende Gyroskop-Hypercam und wir müssen noch meinen hochleistungsfähigen Antischwerkraftschubantrieb ersetzen. Sobald wir das alles geschafft haben, können wir abfliegen. Bin dabei. Na, das ist ja gar nicht wenig. Und wer hat deiner Meinung nach dein Schiff geplündert? Ich verdächtige eigentlich die Wachen da draußen. Irgendwas stimmt nicht, so wie die angezogen sind. Da draußen sind keine Wachen. Sie haben sich davon gemacht? Mann, vor 300 Jahren waren die Leute noch viel professioneller. Das kann ich dir sagen. Und was am Outfit der Wachen hat dich Verdacht schöpfen lassen? Sah es so aus, als würden sie etwas darunter verstecken? Nein, vielmehr, dass sie aus demselben Material gemacht waren wie meine Strahlenschutzvorhänge. Oh. Okay, dann muss ich sie ausziehen. Ich muss sie zwingen, sich auszuziehen. Was ist eine supraleitende Gyro, weiß der Geier? Eine supraleitende Gyroskop-Hypercam. Ein kleines, aber wichtiges Teil für die Schiffssteuerung. Schön. Ich zeichne dir mal eine detaillierte Skizze davon. Ich werde das mein toter kleiner Freund. Mal sehen, ob ich irgendwo eine rumliegen sehe. Okay. Welche Art Hilfe brauchst du denn mit der Verkabelung? Ich brauche ein Genie in Elektronik, das in die hintersten Ecken kommt, löten kann und sich auf einen Blick ganze Leiterplatten einprägt. Okay, das bin ich schon mal nicht. Ich finde jemanden für dich. Gut, bis später. Okay. Alles klar, also ziemlich viele Informationen, aber immerhin, wir sind ein Stückchen, glaube ich, weiter. So, ja genau, das wollte ich mir jetzt mal angucken, das Musikblatt hier. Was ist das? Ha, siehst du, das könnte definitiv eine Schalweberei sein. Warte mal. Sieht so vertraut aus. Ja. Warte mal. Das zeichne ich mir jetzt auch mal auf. Und dann werde ich gucken, dass ich eventuell das jetzt verwende mit Vella. Ich bin gespannt, ob das funktionieren kann. Warte mal. Das sieht nämlich echt aus, auch als wenn man das auf diesen Schal weben könnte. So, zweimal unten. Aber ich glaube, der hat schon eine ganz andere Struktur da. Deswegen weiß ich nicht, ob das funktioniert. So. Ah, mein Stift funktioniert doch schwerer. Aber ich glaube, ich weiß es ungefähr. So, warte mal. Wenn ich jetzt wechseln kann, ich guck noch mal. Mal sehen, ob das geht. Aber ich glaube, dass der, das Grundgerüst, sage ich mal, von der Sternkarte schon nicht passend dafür ist. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das, glaube ich, nicht passend. So, warte mal. Gucken wir mal. Dekodierungsmechanismus wird vorbereitet. Ja, Warp und Gewebeantrieb werden so initialisiert. Aufnahmemessschieber in Position. Ich kann zwar neue Masken hinzufügen, aber keine Unzufügbarkeit eine Schneiderin. Spindel aber finde, das sieht so gut aus. Also das Problem ist, dass halt die hier schon vorgegeben sind. Der hier ist vorgegeben, der hier ist vorgegeben. Die beiden müssten weg, dann wäre es richtig. Kann ich das nicht... Ich kann zwei neue Maschen hinzufügen. Navigationsschalter ausgegeben. Abwechslung aktiviert. Ist richtig? Nein, okay. Ja, gut, ist nicht richtig. Also wir müssten Maschen entfernen können, aber wie man sehen kann, klappt das leider nicht. Gut, wäre ja auch zu einfach gewesen. Wäre ja auch viel zu einfach. Ist das Alpha Diaboli? Ich meine Muschelhöhe. Ha! Siehst du? Das ist also... Ha! Siehst du, das ist also doch hier die Koordinate. Die Frage ist nur... Sieht aus wie eine musikalische Sternenkarte. Die Frage ist dann natürlich nur, wie ich das mit Vella schaffe, dass wir dann da hinkommen... Und dann die Maschen irgendwie entfernt bekommen. Also das ist schon richtig. Das ist schon richtig hier. Das ist hier wirklich das. Sehr gut. Hey, du hast diese altertümliche Laserspule und den Verstärkerkristall völlig falsch verbunden. Soll ich... Nein, fass bloß nichts an. Das Zeug ist mir ein paar Mal schon fast durchgebrannt und äußerst instabil. Ich kümmere mich bald um die Reparatur davon. Überlass das mir. Schon gut, schon gut. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, wie ich noch die Maschen entfernen könnte. Das bräuchte sie eigentlich. Kann sie das nehmen? Hier, bitteschön, nein. Ah, sie bräuchte irgendwas.
Zum Entfernen der Maschen. Seltsam. Mir kommt es vor, als hätte ich diese Pyramide schon mal gesehen. Und das nicht erst vor einer Minute, als ich reingelaufen bin. Ich meine, wie in einem Traum. Beinahe. Okay, was du mir auch immer damit sagen willst. Unser Schiff. Es ist wirklich weg. Ja, habe ich dir doch gesagt. Hab ich dir doch gesagt. Ist da jetzt eigentlich dieses Ekelzeug dran? Ich glaube nicht. Hey, so. Wo sind die ganzen Seemuscheln hin? Tja, die wurden anscheinend alle mitgenommen. War halt Vella, ne? Die dann zu dem Zeitpunkt weggeflogen ist. Hallo, Daddy. Papa? Mein Sohn? Immerhin haben wir jetzt einen Plan, nicht wahr, Papa? Nun ja, zumindest einen halben. Wenn unser Schiff per Autopilot auf dem Weg nach Loruna ist und wenn wir Alex' Schiff reparieren können und er uns mitnehmen kann, dann müssen wir nur noch herausfinden, was wir machen, wenn wir dort sind. Richtig. Was ist los? Ich habe hier etwas vergorene Biomaterie gefunden, die perfekte enzymatische Grundlage für meine Rumpfpastenformel. Es gibt nur ein Problem. Ich kann das Bindemittel erst dazu geben, wenn ich weiß, dass der pH-Wert perfekt abgestimmt ist. Sonst war alles für die Katz. Wie läuft es mit der Rumpfpaste? Sehr gut. Außer, dass ich die letzte Ingredienz erst dazu geben kann, wenn ich weiß, dass der pH-Wert korrekt ist. Kannst du nicht einfach einen Geschmackstest machen? Meine Geschmacksknospen sind nicht empfindlich genug. Und außerdem habe ich da Gift reingetan. Was? Nun, das macht man, um Raumparasiten davon abzuhalten, die Paste anzuknabbern. Habe ich wohl aus Gewohnheit gemacht. Wie könntest du den pH-Wert denn überhaupt ändern? Ich habe alles Calciumcarbonat, das ich finden konnte, hinzugefügt, um den Säuregrad zu senken und den pH-Wert zu erhöhen, der jetzt so in etwa hinkommt. Aber ich muss sicher gehen, dass der Wert genau bei 7 liegt, bevor ich die letzte Ingredienz hinzufüge. Woher hast du das Calciumcarbonat? Ich habe jede einzelne Muschel am Strand zermahlen. Aber ich fürchte, es ist noch immer nicht genug. Woher bekomme ich mehr Calciumcarbonat? Gute Frage. Wenn ich nur noch eine einzige Muschel finden könnte, würde mir das schon weiterhelfen. Viel okay. Glück, Papa. Können wir denn nicht mit dem Löffel das nachmessen? Ich meine, der Löffel ist doch richtig gut. Hier. Sam, ich hoffe, Sie wollen dieses übelriechende Gebräu nicht essen. Nö. Ich tauche nur deine Zehen darin ein. Aber Sir, ich... Oh. Ich möchte die Mission nicht in Frage stellen, Sir, aber gab es irgendeinen Grund dafür, mich in diese toxische Brühe zu stecken? pH-Wert? Die Mixtur hat einen pH-Wert von 6. Korrekt. Der Wert muss 7 sein. Okay, alles klar. 7 muss der Wert sein, das heißt, wir müssen eine Muschel finden. Alles gleich. Und so, dir kann ich irgendwie auch noch nicht ganz helfen, weil ich nicht weiß, wie ich dich... Ah, warte mal, hier, kann das nicht hakenmäßig genutzt werden, zufällig? Brauchst du einen Haken? Ah. Na klar doch. Oh, pass auf, Junge. Das ist wirklich ein schöner Haken und so, aber ich angle nicht nach kleinen Fischen, verstehst du? Was? Der Haken ist spitze. Ich werde es dir beweisen. Na klar, Junge. Okay. Ich weiß noch nicht ganz, wie wir das beweisen, aber wir gehen erstmal weiter und schauen uns hier ein bisschen um, bevor wir jetzt irgendwie hier was Komisches machen. Was ist los? Hallo? Ich habe dich reden gehört. Du musst das nicht vor mir verstecken. Mit Menschen zu reden hat mir noch nie einen Vorteil gebracht. Okay. Warum bist du so... Okay. Keine Sorge, wo ich herkomme, habe ich schon seltsamere Dinge gesehen als sprechende Bäume. Oh, ich bin also ein seltsames Ding? Ein Verrückter? Ja. Willst du mich vielleicht deswegen fällen? Was? Und mich dann wahrscheinlich zu einem Stuhl verarbeiten? Nein, das habe ich damit nie und nimmer gemeint. Ha, mir ist klar, warum du so sauer bist. Das ganze Leben lang an einem Ort festzusitzen, wo man doch viel lieber die Welt sehen würde. Nein, das allein legt mich noch lange nicht auf. Dafür sorgen diese mörderischen Menschen, die uns fällen wollen. An einem Ort festzusitzen gehört schließlich zum Leben als Baum, Junge. Wem sollte das bitteschön nicht gefallen? Sprechen alle Bäume in diesem Land? Vielleicht nimmst du dir einfach mal die Zeit, mit ihnen zu sprechen, bevor du sie fällst, und dann weißt du Bescheid? Ich will doch gar keinen Baum fällen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Baum gefällt. Ach ja? Und wie bist du dann an Holz gekommen? Wir haben nie Holz benutzt. Meine Mama hat einfach alles Nötige gestrickt. Ach, das ist das Angenehmste, was ich jemals gehört. Moment, woraus sind ihre Stricknadeln gemacht? Plastik. Okay.
Glaube ich zumindest. Okay, immerhin konnten wir ihn jetzt so ein bisschen besänftigen. Vielleicht können wir ihn ja irgendwie auf unsere Seite ziehen. Weißt du irgendwas über die Reparatur von Raumschiffen? Nö, damit habe ich aber auch herzlich wenig zu tun. Oh, cooles Wortspiel. Ja, total. Klar, Baumwitze sind die besten. Hast du vielleicht ein verrücktes Mädchen in zerfetzten Klamotten gesehen? Oh, bitte erwähne diese wahnsinnige kleine Göre nicht. Es macht mich krank, wenn ich daran denke, wie sie mich krank gemacht hat. Warum hat sie dich krank gemacht? Sie wollte meinen Saft. Ich konnte sehen, wie sie ihn in einem Eimer sammelte. Oh, verflucht seien meine wertvollen Flüssigkeiten und ihre härtenden Eigenschaften. Ich glaube, ich muss mich mal schnell abspalten. Die Antwort sollte eigentlich Banane sein, aber keine Sorge, Baumwitze sind ziemlich schwer. Okay, alles klar. Gut, und ich lasse jetzt den Baum erstmal mit seinem Saft ganz für sich alleine, denn wir, meine lieben Freunde, sehen uns erst in der nächsten Folge von Broken Age wieder, und zwar morgen direkt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start ins Wochenende und verabschiede mich. Bis dahin, ciao, ciao.